Herzlich willkommen beim Nähpark Videokanal. Ich bin Annelie und ich werde euch heute anhand dieses T-Shirts zeigen, wie einfach die Maschine zu bedienen ist und vor allem, was die Funktion des Freiarmstickens so besonders ausmacht. Wir befinden uns hier im Hauptmenü der Maschine und unter anderem sind in solchen Ordnern die mitgelieferten Stickdateien von der Maschine zu finden oder vielleicht auch die Alphabete. Allerdings könnt ihr natürlich auch mit einem USB-Stick, der an die Maschine angeschlossen wird, eure eigenen Dateien hochladen. Hier habe ich mir neulich von Urban Threads eine Datei gekauft, die ich ganz passend für ein Kinder-T-Shirt fand. Es ist jetzt hier genau auf dem Bildschirm zu sehen, wie die Datei aussieht. Und besonders wichtig ist es am Anfang, den passenden Rahmen zu wählen. Ich habe hier mal etwas vorbereitet. Ein anderes T-Shirt. Das ist der ovale Rahmen. Den muss ich jetzt bei der Maschine auswählen. Das tue ich einfach hier. Das ist 14,5 x 25,5 cm. Und dann sieht man gleich auf dem Bildschirm die genaue Relation der Originaldatei in diesem Rahmen. Außerdem wollte ich jetzt noch den Schriftsatz Kids dazufügen. Das mache ich einfach, indem ich auf eine weitere Ebene klicke, das Pluszeichen, und jetzt gehe ich wieder in meinen Ordner mit den Schriften. Hier sind alle geladen. Ich wähle jetzt eine ganz einfache Schrift, habe hier jetzt das Alphabet, Großbuchstaben, wähle Kleinbuchstaben, Kids und bestätige einfach mit dem grünen Pfeil. Und schon habe ich den Schriftzug Kids auf meiner Stickfläche zu sehen. Ihr seht hier, erste Ebene sind beide Dateien zusammen und hier ist nochmal der Schriftzug von Urban Threads und meine eigene Schrift. Das passt natürlich jetzt so nicht, die würden jetzt einfach übereinander gestickt werden, deswegen muss ich das Wort Kids natürlich noch anpassen. Mit dem Infobereich kann ich alle möglichen Sachen wie verschieben, spiegeln, verkleinern, vergrößern machen. Ich möchte jetzt zuerst den Schriftzug drehen. Das kann ich manuell machen oder jetzt einfach hier schnell im 90-Grad-Winkel. So möchte ich das jetzt haben. Dann möchte ich den Schriftzug auch noch ein kleines bisschen vergrößern. Man sollte jetzt vergrößern und verkleinern nicht mehr als 20%. Das mache ich jetzt mit den Rädchen, 120%. Und schiebe das leicht nach links oben, damit dann der andere Schriftzug von Urban dort noch Platz hat. Ich gucke mir das einfach mal zusammen an. Okay, das funktioniert noch nicht. Die würden jetzt ineinander gestickt werden. Deswegen muss ich den Schriftzug auch noch leicht verschieben. So, wenn ich beides zusammen markiert habe, könnte ich es auch auf der ganzen Stickfläche frei verschieben und positionieren. Und das gucke ich mir dann nachher nochmal ganz genau an, wenn ich den Rahmen eingespannt habe. So. Jetzt habe ich meinen Schriftzug so fertig, wie ich es letztendlich auf dem T-Shirt nachher haben möchte. Und bestätige einfach mit Sticken, dass ich dieses jetzt machen möchte. Die Maschine zeigt mir genau am Bildschirm, was ich jetzt tun muss, und zwar den Stickrahmen einspannen. Das besonders Wichtige ist hierbei zu achten, dass natürlich die Rückseite des T-Shirts hier in dem Freiarmplatz positioniert wird. Ich mache also das T-Shirt auf. So. Und außerdem ist besonders wichtig beim Einspannen, dass ihr die Halterung von dem Rahmen oben am Halsausschnitt habt. Sonst könntet ihr es natürlich auch schlecht einspannen. So, jetzt ist es fest. Die Maschine bestätigt, dass alles in Ordnung ist. Ich gucke nochmal, ob ich wirklich alles da unten so reingeräumt habe, dass wirklich nur die Oberfläche gestickt wird. Bestätige einfach mit Grün und schon könnte ich einfach lossticken. So, jetzt geht's los. Am Anfang habe ich mir meine verwendeten Garnfarben alle in den Mehrfachgarnrollenhalter hineingepackt. Fädel mir die erste gewünschte Farbe ein. So, die erste Farbe meines Motives ist eingefädelt und jetzt starte ich den Stickvorgang mit der Start-Stopp-Taste. Jetzt kommt es zum Fadenwechsel. Hier ein kleiner Tipp, bei jedem Fadenwechsel, egal ob bei der Stickmaschine oder bei der Nähmaschine, einfach den Faden
immer nach vorne rausziehen, weil das der natürliche Weg des Fadens ist und die Fadenspannung verschmutzt dann nicht so leicht. Und hier ist außerdem eine gerade Schnittkante gewesen. So, jetzt nehme ich die zweite Farbe. Einmal am Fadenschneider abschneiden und jetzt wieder den Startknopf betätigen. Jetzt hat sich die Maschine wieder bewegt und hat den Faden nochmal weggezogen, sodass kein manuelles Nachschneiden mit der Schere notwendig ist. Erinnert ihr euch an diese kleine Bewegung, die die Maschine nach jedem Buchstaben gemacht hat? Das ist eine ganz besondere Sache. Dort wird der Faden aus dem Stoff rausgezogen, sodass hinten keine unschönen Knubbel entstehen. Außerdem könnt ihr bei dieser Maschine einstellen, ab wann die Sprungstiche geschnitten werden. Standardmäßig sind das 5 mm, hier geht das sogar ab 1 mm. Ihr habt jetzt gesehen, dass es eine relativ bunte Stickerei werden wird und man kann aber auch vor dem Stickvorgang oder mittendrin, egal wann, die Monochrom-Taste wählen, das ist diese hier, und dann würde die Maschine mit dem Farbton durchsticken, der gerade drin ist. Die kann man auch jederzeit wieder ausschalten und dann würden wieder Farbwechsel angezeigt werden. Die Maschine ist jetzt fertig mit Sticken und ihr seht hier im Display zwei Fenster. Da habe ich jetzt die Option, mit der Fahne die Stickerei zu beenden, oder hier könnte ich jetzt die Bordürenfunktion wählen für die Endlosstickerei. Ich bin in diesem Falle fertig und beende und nehme meine Stickerei aus der Maschine. So, ihr habt jetzt gesehen, wie einfach dieses T-Shirt zu besticken war, ohne dass irgendetwas festgestickt ist, und man konnte ganz leicht einstellen, wie man sein Motiv auf dem T-Shirt haben möchte. Für weitere Funktionen und Neuheiten bei genau dieser Maschine könnt ihr euch die anderen Videos noch gerne angucken.